Hallo und herzlich willkommen zu Tomb Raider, dem neuen Titel von Square Enix, was das Prequel der neuen und jungen Lara Croft erzählt. Gesprochen in der deutschen Version von Nora Tschirner, zu der es auch noch ein kleines Spezial geben wird im Laufe dieses Let's Plays. Ursprünglich wollte ich die erste Folge mit dem Nora Tschirner Spezial anfangen. Leider hatte ich nicht die Möglichkeit, den Anfang des Spiels mit der netten Lady aufzunehmen, sondern erst mittendrin einen kleineren Teil. Daher werde ich versuchen, das im Laufe der Aktion mit euch irgendwann hineinzuschnibbeln auf eine doch unterhaltende Art und Weise, ohne dass es jetzt irgendwie zu furchtbaren Cuts oder ähnlichem kommt. Ich hoffe mal, dass ich das hinkriegen werde. Sollte mir das nicht gelingen, werde ich es auf jeden Fall dann separat veröffentlichen als ein extra Video in dieser Playlist. Zuerst möchte ich natürlich sagen, ich bin der Bram und wir beginnen ein neues Spiel. Jetzt fragen sich Leute, was? Vierter, dritter? Das Spiel kommt doch erst noch raus. Ja, wir haben einen kleinen Schmüsken gemacht und hatten die Möglichkeit, das Spiel schon etwas früher zu kriegen. Und ich habe einige Minuten reingeschaut schon, weil ich Sonderstellung machen musste. Nämlich ansonsten ist es vollkommen blind, noch nie gespielt. Deswegen überschreiben wir diesen Speicherstand jetzt auch. Und wir beginnen mit dem Intro. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt. Square Enix presents. A production of Crystal Dynamics. Damit möchte ich nochmal begrüßen. Ihr zockt mit dem Bram
Tomb Raider. Hilfe! Und wir müssen hier raus. Reyes! Hilfe! Ein bisschen wackeln. Sieht aus wie so Kokons. Ich muss runter. Okay, wird unser Seil gleich reißen? Nein, das brennt. Oh, jetzt brennen wir. Nein, wir brennen nicht. Puh, okay, aber dann können wir zu den Kerzen. Nee, Moment, was passiert da? Der Stamm brennt. Für alle, die Tomb Raider noch nicht gespielt haben, oder noch nie, Tomb Raider ist eine Mischung aus Ballerei und Rätsel, respektive Hüpfeinlagen. Das wird jetzt wehtun, okay. Oh, ich brenne! Alter, ich brenne! What the fuck? Alter, Alter! Scheiße! Alter, drücken Sie zu ziehen. Oh, Alter, oh. Boah. Alter, Vater. Boah, leck mir im Arsch. Okay. Komm schon, Lara, du machst das. Alter, Vater, ey. Da hängt jemand. Oh Gott. Nein. Hört man den? Oh, die Sicht ist jetzt ein bisschen klarer wieder. Was ist das hier? Okay, ein Schreien oder sowas. Was ist bloß passiert? Das ist Lara, by the way. In Jung. Echt geil gemacht. Also unabhängig davon, dass die so an sich gut animiert. Das gefällt mir, die Grafik unfassbar gut. Ah, oh, cool. Eine Fackel. Einfach mal irgendwo hinlaufen und was aufnehmen, immer gut. Kann ich das da anzünden? Das kann ich anzünden. Oh, was ist das? Schuhe? Da kann ich wahrscheinlich nichts anfangen, oder? Nope, kann ich nicht. Wir laufen mal nach vorne. Wir spielen hier die PC-Version, die grafisch doch nochmal eine gute Schippe auf die Konsolenversion drauflegt, die ich schon sehen durfte. Okay, das ist schnell verbrannt. Dunkle Höhlen. Cooler Wassereffekt. Oh, verdammt. Lass die Fackel wieder aus. Aber jetzt können wir sie bestimmt wieder anmachen. Um die Umgebung zu erkunden. Die Leertaste verstehen. Okay. Dann hier. Was passiert? Ein Stück weggehen. Wer weiß es nicht. Nein. Okay, ich glaube, das war ganz gut, dass wir durchgehen. An dieser Stelle Lob an den Entwickler. Siehst du ein rotes Fass? Wissen wir alle. Es wird explodieren. Der voll die Verletzung, jumpt hier rum wie so, keine Ahnung. Das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so mega gut. Alter! Alter, hab ich mich erschrocken! Komm schon, zieh ihn weg! Boah, leck mir doch die Eier! Was Scheiße, ey! Ja, du willst mir nur helfen, du willst mir meinen geilen Zuckerarsch, ey. Coole Wasseranimation. Okay, wir schwimmen mal ein bisschen. Alter Vater. Zwei Schocks meines Lebens bekommen. Da sind wir durch. Endlich wieder in etwas größeren Halle. Da drin war es noch etwas bedrückend. Guck dir mal das Blut an, ey. Okay, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, die Blut. Ich bin in den Einsatz, die Wegweise zu markieren. Da muss ich hin.
Da darf ich wohl nicht durch. Nein. Mehr Feuer. Zum Glück. Ja. Was ist das denn für ein Ding? Moment, ich kann da was anzünden. Das ist bestimmt richtig. Okay. Ich bleibe da so Kisten hängen. Treibgut oder ähnliches. Darf ich das auch anzünden? Erstmal den Fackelmeister spielen. Können wir wieder Feuer machen, falls es ausgeht. Was ist das? Drücke F zum Schubsen. Verstehe ich nicht ganz. Okay, die Sachen brauche ich auf jeden Fall. Wo ist denn? Guck mal, stimmt, da unten ist so ganz zu. Kann ich das hochheben? Okay, da komme ich tatsächlich drauf. Was passiert damit jetzt? Ach, das fällt da rein. Okay. Und Spaß, wenn ich halt so einen Stab durch die Eingeweide gekriegt hätte, ich glaube, ich würde nicht so rumstehen und rumrennen können. Ja. Und jetzt? Zum Anzünden. Ey, guck, ich kann wieder was anzünden. Mach es immer gut. Und schubsen. Was passiert jetzt? Achso, oder? Ja, das ist eine Mine. Aber das Holzbrett hat mich geschützt. Ich muss sofort hier raus. Das ist okay. Ja, es sind kleine Rollenspielelemente im Ding. Alter! Nein, 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 nein! Okay. Ohne Spaß, ey. Was ein Spiel. Jump. Alter, ganze Schiff, ey. Leck mir auf die Eier. Boah, ist das schon wieder so ein Spasti. Hau mir auf die Fresse. Dreht ihn richtig hart. Oh! Da bin ich platt. Lass los, du Mistkerl! Okay. Alter! Gut, dass das Spiel überhaupt nicht brutal ist oder so. Rennen! Jump! Scheiß auf die Fackel, scheiß auf die Fackel. Und hoch, und hoch, und hoch. Das sind solche Spiele mit Quicktime-Events. Alter Vater! Nach rechts! Komm schon, komm schon! Alter. Boah. Boah, wow, sieht das Spiel schön aus. Mit einer richtigen Gänsehaut, ohne Spaß jetzt. Die Musik kombiniert geile Stimmung. Tomb Raider. Hammer. Geil gemacht bis hierhin. Boah, fick die Henne. Da habe ich. Boah, da ist so am Arsch, die Lara. Krass. Egal, wir gehen erstmal weiter. Ein Stück. Galerie. Hauptmenü extras freigeschaltet.
Die gucken wir uns auch nochmal irgendwann an. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Dann suchen wir die mal. Alter. Ohne Spaß, guck dich mal die Wunde an. Das ist ja scheiße. Müssen wir Assassin's Creed-mäßig jetzt hier über den Baumstamm drüber. Ganz langsam. Schrittchen für Schrittchen. Ich steuere die selber. Voila. Ganz vorsichtig. Mega vorsichtig. Warum das nicht so? Komm schon. Okay. Geschafft. Ich weiß weder wie lang das Spiel ist, noch ob das Spiel es schaffen kann, diesen Adrenalin-Level, den ich gerade habe, zu halten. Aber leck mich am Arsch. Wenn das weiter so läuft, dann Hut ab, Square Enix. Dann Hut ab. Oder Crystal Dynamics. Okay. Was ist das denn? Da hängt ein Flugzeug. Das hängt aber schon länger so, dass da eingebaut ist. Was passiert jetzt? Ich schaff das. Da soll ich mich jetzt dran langhangeln. Alles safe. Rechts. Nach oben. Weiter. Gut, so. Nach rechts und leer. Alter. Wir müssen hier das Ding mehr. Oh, nice. Jetzt werden wir geköpft. Ohne Spaß, die Aufnahme darf mir echt nicht im Arsch gehen. Das ist so eins von den Faktoren, wenn du das ein zweites Mal spielst, kannst du nicht mehr so geschockt werden. Hier scheinen schon mehrere Schiffe auf Grund gelaufen zu sein, auch ältere, wenn man da links das Holzschiff sieht und so. Wenn die hinaufklettern, drücken sie im Sprung. Ah, so ein Doppelsprung quasi, okay. Na komm. Letzter Kraft da hoch. Letzter runter. Tasche. Okay, Onkel Sam. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Eine Kamera. Streichhölzer, okay. Ein Funkgerät. Sam? Roth? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Funkgerät als Ausrüstung erhalten. Okay. Okay. Lol, das musste. Musste das? Keine Ahnung. Alter. Alter Vater. Wölfe oder was geht da? Ich weiß es nicht. Boah, fick die Hände, ey. Vollends erschöpft, die arme Lara. Lagerfeuer. Immerhin wärm. Ich weiß nicht, ob es kalt ist. Okay, scheint kalt zu sein, sie fährt. Komm schon, Sam. Sehr nett. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten.
macht man jetzt mit nassem Holz ein Lagerfeuer? Mit Stroh. Das sieht gut aus. Leute, ja, natürlich ist da nur wieder eins drin. Fick auf die Hände, ey. Geschafft, immerhin. Wer ist da? Niemand, okay. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Okay, ein Peinfuß hinter und Geschichte. Nett. Und endlich ist dieser Scheißregen vorbei. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Und ich muss sagen, ich finde diese Umgebung so unfassbar schön. Das läuft was zu essen. Und an dieser Stelle kenne ich mich schon ein bisschen aus und deswegen wird die erste Folge auch nicht mehr allzu lang dauern. Damit ich einen schönen Umgang hinbekomme, werden wir uns jetzt kurz den schönen Bogen holen und die Pfeile. Ich
So, weil das... Schön vorsichtig. Ich schaff das. Und... Autschi. An das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Und mit diesen wundervollen Abschlusssätzen danke ich fürs Zuschauen der ersten Folge. Ich muss etwas zu essen finden. Und wir werden direkt in der nächsten Folge dafür sorgen, dass Lara was zu essen bekommt. Dann wahrscheinlich mit einer kleinen Unterstützung in Sachen Kommunikation und Commentary. Und danke fürs Zuschauen. Lasst in euren Kommentaren freien Lauf darüber, was ihr von diesem Spiel haltet. Sucht mich in Facebook auf Bram. Ja, das Übliche halt, wa? Mr. Tutorial-mäßig. Vielen Dank. Haut rein, ihr geilen Schneckchen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bram.